grinst ja schon wieder. Was ist los? Servus Leute, herzlich willkommen wieder hier zurück auf unserem offiziellen Kanal. Ich habe heute ein kleines bisschen Verstärkung mitgebracht. Die Caro ist hier. Was heißt mitgebracht? Caro ist selber hergefahren. Bist schon ein großes Mädchen, ne? Kannst schon selber fahren. Ein ganz großes Mädchen. Ein ganz großes Mädchen, ja. Wie groß bist du? 1,60. Ein ganz großes Mädchen. Ja, absolut, absolut. Dünner Aschenbecher. Aber eine ganz süße, ne? Ja, passt super. Wenn kriegen du wir das schon. Sagst, dann glaube ich dir. Alles klar, alles klar. Gut. Leute, der Grund, warum ich jetzt die Caro hier hintrapiert habe, ist nicht, weil ich gesagt habe, ich bin so ein Hässlon, dass wir hier unbedingt weibliche Verstärkung brauchen, auch wenn ich ein Hässlon bin und wir unbedingt weibliche Verstärkung brauchen, sondern weil ich euch die Caro vorstellen wollte und weil wir die Caro jetzt so ein kleines bisschen mal generell in den Vordergrund schieben werden, weil die mich hier bei den Videos unterstützt und den Kanal Lawsman so ein bisschen mehr promoten wird in jedweder Art und Weise. Einfach schlichtweg aus dem Grund, weil ich auch noch andere Sachen zu tun habe und irgendwann übernimmt sie dann vielleicht nach und nach mal die eine oder andere Aufgabe, wenn du Zeit hast. Auf jeden Fall. Wunderbar. Magst du erstmal was zu dir erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Na, dann mach mal. Also, ich bin die Caro. Mein Spitzname ist eigentlich jetzt Kaya. Warum auch immer, weil meine Eltern sich das in der Kindheit gedacht haben. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Offenbach. Was guckst du schon so? Hast du ein OF auf dem Nummernschild? Nein, glücklicherweise habe ich Abi. Sie hat kein OF auf dem Nummernschild, das heißt, sie gehört schon mal nicht zu den Gehirnamputierten. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, so. Ja. Ich habe zum Glück AB auf meinem Kennzeichen. AB? Ja, das ist ein super Vorteil. Aschebesch. Jawohl. Ist auch kein Vorteil, aber ist besser als Gelnhausen. Ja, wie bist du denn so generell auf die Szene aufmerksam geworden mit dem Cosplay und allem drum und dran? Ja, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Lustige Geschichte durch dich. Ach, durch mich? Ja. Vorher noch nicht? Nein. Vorher hast du denn nur Kostüme angezogen von Wonder Woman und bist betrunken auf Partys rumgelaufen. Ja, so ungefähr. Na, alles klar, alles klar. Ja, Leute, wo man halt so rumrennt. Ich bin, glaube ich, im Java-Kostüm rumgeflitzt und auf einer Faschingsfeier in Offenbach. Ja. Sind wir wieder bei dem Thema mit Offenbach. Schrecklich, ja. Ja, aber durchaus lustiger Abend. Lieblingsfilme? Lieblingsfilme. An sich habe ich jetzt keine direkten. Also Serien würde ich eher nennen was für können, Serien? Aber. Oh mein Gott, jetzt rebelliert die Männerwelt. Vampire Diaries zum Beispiel. The Originals. Nina Dobrev, Anya Sommerholder. Traum. Ja, schöne Angelegenheit, ja. Definitiv. Candice Acula finde ich aber auch süß. Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Das ist die Blonde, die Catherine. Ah ja. Nee, nicht Caroline. Caroline. Ah, Entschuldigung. Catherine ist die Doppelrolle von Nina Dobrev. Genau. Auch ein rattenscharfes Teil, aber boah, müssen wir, ich komme schon wieder vom Thema ab, ja? So, wie schaut es aus mit Musik? Was hörst du an Musik? Musik höre ich eigentlich bunt gemischt, so was mir halt ins Ohr fällt, aber ja, inzwischen... Volksmusik, Helene Fischer und sowas. Nur an Fasching? Ja. Ich höre das nicht mal an Fasching. Ich boykottiere das einfach das ganze Jahr. Doch, es muss an Fasching sein. Ja, komm, aber der Peschmort finde ich sau cool. Die Peschmort finde ich sau cool? Ja. Mehr so der AC/DC oder generell mehr der Rock- und Metal-Fan. Aber... Nee, das ist nicht so ganz meins. Das ist nicht deins? Nee, obwohl also... du die Haare hast zum Headbang, aber... Ja, noch nicht ganz. Die sind noch nicht okay. Lang genug ganz gewachsen. Klar. Ist ja kein Problem. Was könnte man dich noch fragen? Was fährst du für ein Auto? Einen weißen Audi A1. Einen weißen Audi A1. Abbezahlt oder von Daddy geschenkt bekommen? Oh. Finanziert? Ja. Ja, wer auch nicht. Ja, aber ist ja mehr oder weniger ein Geschenk von Daddy. Vielen Dank an der Stelle. Na, okay, gut, dann haben wir das schon mal auch geklärt. Zum Teil. Gut, okay, wunderbar. Lieblingscharaktere, die du gerne mal cosplayen würdest?
Außer Slave Leia von Star Wars, haben wir nämlich vorher schon besprochen. Slave Leia finde ich auf jeden Fall sehr geil. Es ist auf jeden Fall ein geiles Kostüm. Okay, Kostüm kann man es schon fast gar nicht mehr nennen. So, ja, so Reizunterwäsche aus Star Wars. Ja, ja, würde ich auch eher zu tendieren. Ja. Ich träume ja immer noch so ein bisschen davon, dass wir es schaffen, bei Lost Man e.V. so einen ganzen Squad aus Slave Leias zusammenzustellen. Die ein oder andere, die das jetzt sieht aus der Gruppe, wird denken, coole Idee, und alle anderen würden mich gern aufhängen und lünchen. Ah ja, gut. Okay. Was noch für Outfits? Was noch für Outfits? Ja, wie gesagt, also Wonder Woman hast du ja schon erwähnt. Ich habe ja die Comic-Version, und vielleicht würde sich halt die Möglichkeit ergeben, mal in so einem richtigen Wonder Woman-Kostüm zu stecken. Das wäre mal eine ganz coole Sache. Wir haben eine Wonder Woman, die kann dir bestimmt helfen bei dem Thema. Das wäre natürlich... Das ist auch aus dem aktuellen Film mit Gal Gadot. Sagt man das so? Gal Gadot? Gal Gadot? Keine Ahnung. Aber mit der Süßen, die sie jetzt dieses Jahr promotet haben von DC. Ja? Sehr, sehr gut übrigens an der Stelle. Auch wenn Justice League so ein bisschen eine kleine Enttäuschung war. Wie schaut es denn bei dir aus mit Filmwissen? Mit Filmwissen? Star Wars, also wenn ich jetzt sowas sage wie Wookiee-Treiber, dann weißt du sofort, woher es ist. Mehr oder weniger, ja. Ich bin noch nicht so ganz in der Star Wars Szene. Okay, gut. Dread hast du geguckt? Nein, habe ich nicht. Hast du immer noch nicht Dread geguckt? Ich habe immer noch kein Dread geguckt. Das ist eine Schande, ne? Dass sie hier ich werde gesteinigt. Sie sitzt hier im Vereinsheim von Northman e.V. im Sektorhaus und quatscht mit mir über die Gruppe und über den Verein und hat noch nicht mal Dread geguckt. Ich habe andere Qualitäten. Das ist halt, ja. Sowas wie ein Film gucken, auch wenn man in dem Verein ist, kann man ja mal immer noch machen. Klar, auf jeden Fall. Aber, lustige Geschichte, letztens war ich mit einem Kumpel beim Saturn gewesen, Super Nintendo geholt. Und auf einmal dachte, hey, guck mal, da ist der Dread-Film von deinem Verein. Ich so, oh, ja, eigentlich müsste ich den mitnehmen. Okay. Aha. Ja. Super Nintendo. Ja. Diese Mini. Ja. Ah, geiles Teil. Ja. Habe ich auch überlegt. Aber seit ich die Nintendo Switch habe, verbietet mir meine Frau noch so irgendwelche anderen Sachen zu kaufen, die Geld kosten. Nee, Nintendo Switch, das ist, ich weiß nicht. Ich liebe die Switch, das macht Spaß. Ja, schon. Vor allem dieses Feeling zwischen, ich spiele auf dem großen Flatscreen und entspanne, hab die ganze Tüte Chips aufgegessen, hab obendrauf drei Energy Drinks gekippt und merke, ich muss dringend Kaka machen und nehme einfach nur dieses Teil raus und kann sofort weiterspielen. Auf dem Weg zum Klo laufe ich noch gegen 4 oder 5 Schränke, dann setze ich mich hin, dann muss ich einmal ganz kurz pressen, dann muss ich aufhören, die Knöpfe zu drücken, damit ich nicht irgendwelche Bewegungen mache und mit den Figuren irgendwo drinnen lande. Und dann macht's platsch und dann ist das Thema durch. Das einzige Problem ist noch, dass ich bräuchte noch so eine Art Halter oder sowas, wo ich das Ding dann festmachen kann, für den Hygienepart nach dem Kacker machen. Aber jetzt wahrscheinlich zu viele Informationen für euch an der Stelle, vielleicht schneiden wir es raus, wir müssen mal gucken. Aber nein, Nintendo Switch einfach viel praktischer, weil den Super Nintendo, den kann man schlecht aufs Kackerhäuschen mitnehmen. Ja, aber das ist halt so richtig oldschool, weißt du, da kommen so Kindheitsgefühle hoch, wie du da vor dem Fernseher gesessen hast und oh, ich muss jetzt unbedingt gewinnen. Bei der Switch auch, weil es gibt beim Super Mario Odyssey zum Beispiel ein Bonus-Level, was man bekommt, wenn man Bowser am Ende wegklatscht hat. Die fette Sau, die kann ja nichts, ja? Also das erreicht eigentlich jeder. Und da bekommt man dann so ein Layout und dann kann man im Nintendo 64 Pixel-Style durch die Gegend laufen. Okay. Von It's me, Mario. Ist total süß, ist total klasse. Gut, jetzt haben wir über Videospiele geredet, wir haben über Musik geredet, wir haben über Filme gesprochen, über das Auto, was du fährst. Lieblingsessen, Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk, wenn ich schon mal Süßes dann trinke, dann ist es meistens Eistee Pfirsich. Eistee Pfirsich? Ja. Eistee? Lipton habe ich als Jugendlicher oder als Kind so gerne getrunken, aber das ist jetzt inzwischen so babsüß, kann man nicht saufen. Da tendiere ich eher zu Nesti. Nesti ist böse, ne? Ja. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich einfach nur in den Getränkemarkt fahre und hole mir nur so eine kleine Pfirsichflasche von Nesti für 99 Cent und gehe wieder raus. Ich liebe das Zeug auch. Lieblingsessen? Lieblingsessen? Ja. Die Lasagne aus dem Super-Restaurant aus Oberzhausen. Also Lasagne. Den Namen darfst du natürlich nicht sagen wegen Werbung und so, außer die unterstützen uns mit einer Spende. An der Stelle schöne Grüße. Wie heißen die? Bella Vista. Bella Vista. Super-Restaurant. Das Lustige ist, ein Bella Vista gibt es quasi in jeder Stadt. Das ist genauso wie Venezia heißt. Das findet man auch in Hessen, glaube ich, 500.000. Oder Fantasia, das findest du halt in jeder Ecke. Fantasia ist auch ganz oft. Genau. Mir fällt auch gerade ein, ich habe vergessen, die Pizza zu bestellen. Bären Hunger, mein Magen, der verkrampft sich nämlich gerade. Jetzt haben wir eine Menge drüber über Scheißdreck geredet und über Sachen, die euch überhaupt nicht interessieren.
Caro, wann fängst du endlich an mit dem Slave Leia Outfit? Wann wollen wir damit anfangen? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, ob wir das überhaupt machen. Glaub mir, also, an den Stoffmaterialien oder am Preis wird es nicht scheitern. Da mache ich mir gar keine Sorgen, aber wir versuchen erstmal das mit Wonder Woman auf den Kicker zu kriegen. Ja, für alle anderen, die das jetzt gesehen haben, nicht enttäuscht sein. An dem Slave Leia Outfit bleiben wir auf jeden Fall dran für euch. Ja. Erst haben wir noch irgendwas? Naja, gut, wie gesagt. Caro wird mich ein bisschen beim 3XL-Tuber unterstützen. Caro unterstützt mich, wie gesagt, hier bei Lost Man e.V. bei den Studio-Videos. Weil es ist auch ganz gut, wenn man einfach mal von einer anderen Blickrichtung ein bisschen was zu sehen bekommt. Und wenn ich nicht immer der Einzige bin, der labert. Auch wenn ich ganz gerne 75% davon vereinnahme und die anderen kaum dazu kommen. Ne? Ja. Kritik und so, ne? Labertasche, ja, ich weiß. Selbstverliebtes Arschloch. Ja. Gut. Hey, du hast keine Selbstbewusstseinprobleme, das ist schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das stimmt allerdings, ja. Gut, Leute, das war eigentlich schon eine ganz kurze Exkursion. Jetzt habt ihr mal die Caro gesehen, jetzt habt ihr sie mal kennengelernt. Wenn ihr die ab sofort hier auf dem Kanal seht, dann. Ach, eine Sache noch, Caro. Was ist mit deinem Bein los? Ja, da Robocop. Genau, ich habe so jetzt quasi Kybernetik. So mein Roboter, meine Roboterschiene. Ich dachte Iron Man. Gut, Leute, dementsprechend. Das war es auch schon mit der ganzen Aktion hier. Wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen richtig, richtig schönen Tag, ein richtig geiles Wochenende. Und parallel zu diesem Video laden wir noch ein zweites hoch, nämlich die Lost Man News für diese Woche. Die werden jetzt gleich aufgenommen und dann wisst ihr nochmal Bescheid, wie es den restlichen Monat weitergeht. Und schon mal so einen kleinen Exkurs darüber, was wir im April alles machen. Bis dann, haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Sie hat auch was gesagt.